Hello, Alaf, an diesem schönen Rosenmontag. Schön, dass Sie bei uns sind. Und ich freue mich natürlich auf die nächste Stunde des leichteren Lebens. Heute haben wir mal wieder eine kleine familiäre Sendung. Wir stellen Ihnen unter anderem ein relativ frisches Gesicht von Astro TV vor, Susanne Marton, die gerade eben ja noch auf Sendung war, wird gleich bei uns im Leichter Leben Studio sein. Jessica Schweinsberg ist da, die mich irgendwie so ein bisschen komisch heute anguckt. Ich weiß gar nicht, was los ist. Du siehst so komisch aus heute. Ich habe immer dieses Gefühl, denkt ihr euch nicht? Ihr seht so komisch aus an diesem Rosenmontag. Das denken wir sowieso, aber du auch, heute ganz anders. Ich finde, ich sehe Rosenmontag passend aus, wobei in Berlin ist es ja wirklich so, dass die Menschen einen wirklich erstaunt angucken. Wir waren gerade eben bei uns oben auf dem Dach, wir haben ja da oben noch so eine schöne Dachterrasse und da standen wir gerade, haben den Wind ein bisschen genossen und dann kam so ein Arbeiter, die sind noch nicht ganz fertig, das heißt, da wird noch kräftig gearbeitet dort oben, der guckte mich nur an und sagte nur, schick siehst du aus, dann sage ich, naja, es ist ja heute Rosenmontag. Daraufhin sagte er, echt? Ja, also so viel zu Berlin und Fasching. Ja. Und dann sagte er doch wirklich, was macht ihr da unten eigentlich? Ihr macht ja Fernsehen. Macht ihr sowas wie Kinderfernsehen? Und ich sagte, naja, ganz Kinderfernsehen ist es nicht. Aber ich fand ihn sehr, sehr sympathisch. Jessica, wir werden uns heute auch ein bisschen privater unterhalten, aber das ist immer noch nicht alles, was wir haben, sondern sie ist an diesem Montag in Berlin, unsere Gabriele Iazetta mit dem intelligenten Schmuck und da geht es heute auch wieder um tolle Produkte. Ja, was sie mitgebracht hat, das wird sie uns gleich vorstellen. Jetzt aber erstmal Jessica Schweinsberg. Fasching, du hast mich jetzt nicht ganz so irritiert angeguckt. Das heißt, du kennst das schon, dass man sich verkleidet, oder? Ich kenne das schon. Meine Eltern sind eigentlich gebürtige Rheinländer. Ich war selber als Teenager in so einer Gardetanzgruppe. Also ich kenne es. Ach so, du hast früher wirklich auch richtig Fasching gefeiert? Ja, früher ja, definitiv. Und dann irgendwann mal den Spaß am Faschingsfeiern verloren? Nein, unter keinen Umständen. Aber ich bin dann selber umgezogen nach Ostfriesland. Die feiern und auch nicht, oder? Nee, genau dasselbe wie in Berlin, gar nicht. Also ich finde, ich komme ja ursprünglich aus München. Also und da muss man sagen, der Münchner ist jetzt auch nicht unbedingt der große Faschingsnah. Aber ich habe in München schon so ein bisschen Fasching erleben dürfen. Bei uns ist vor allem der Faschingsdienstag. Am Viktualienmarkt wird er ja groß gefeiert. Also ganz spurlos geht es an uns nicht vorbei. In Wien, Gabi, geh mal zurück zu deinem Plätzchen. Ihr feiert auch gar nicht Fasching oder gibt es da nicht auch sowas wie bei uns den Viktualienmarkt? Na, Fasching-Dienstag isst man halt Faschingskrapfen. Naja, das isst man in Bayern ja auch, aber so ein bisschen was oder bist du einfach nur so ein Faschingsmuffel, dass du dich einfach damit nie... Also nein, die Kinder feiern natürlich Faschingssamstag oder also natürlich gibt es auch, bei uns heißt ja das Gschnas, also da geht man aufs Gschnas, auf ein Fest, dann verkleidet man sich auch, aber so jetzt also auf den Straßen oder so ist das ist gar nicht. Mich gucken die heute auch den ganzen Tag schon ein bisschen nervös an. Ich gucke mal rüber zu Susanne, die mittlerweile den Weg zu uns ins Leichter Leben Studio gefunden hat. Und hier, fällt dir was auf, was heute sein könnte? Ich vermute mal Fasching, oder? Also auch du bist ein Faschingsmuffel, ja? Ja, wo kommst du ursprünglich her? Ich komme aus der Nähe von Darmstadt. Aber ihr feiert doch auch ein bisschen, ja, oder? Ja, aber ich noch nie. Ich habe noch nie Fasching gefeiert. Auch als Kind nicht? Ja doch, klar, als Kind schon. Aber das ließ dann so mit der Pubertät nach. Woran liegt das denn, dass man plötzlich irgendwie so, also du sagst ja selber, du würdest es schon, wenn da oben ein bisschen mehr gefeiert wird. Unsere Chefin, ja, die kommt aus Hagen, also auch NRW, da muss nur ein Faschingslied irgendwo laufen, fängt die an, hier durch Studio eine Polonaise zu tanzen. Und ist jedes Mal ganz traurig, wenn eben keiner mitmacht irgendwie. Also geht es dir auch so, dass du das manchmal vermisst? Ich vermisse es, dieses Ausgelassensein, die Musik. Das alles, was dazugehört, ja, es fehlt. Es gibt aber ganz viele, die sagen, genau damit möchte ich gar nichts zu tun haben. Diese närrische Zeit, da ist ja eigentlich alles erlaubt. Ne? Also gerade im Rheinland ist alles erlaubt. Da kann man natürlich schon auch mal sagen, da werden vielleicht auch eure Telefone ein bisschen lauter klingeln in der nächsten Zeit. Mein Mann ist nicht nach Hause gekommen. Mhm. Wo ist er denn abgeblieben? Wie geht man mit sowas um? Also gerade auch so Thema Fremdgehen in Beratungen? Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil die Menschen auch immer verletzt sind, sie sind enttäuscht. Ich denke, also ich gehe immer so vor, dass ich den Mensch dann erstmal aufbaue, den Frau oder die Mann, den Mann und schaue, wo kann ich dem wirklich helfen, wo kann ich wirklich ansetzen. Ist es vorprogrammiert dann, dass Fremdgehen heutzutage dann auch Trennung heißt oder ist der Mensch schon auch noch am Arbeiten und probiert zu verzeihen, was aber wahrscheinlich auch schwierig ist? Es ist schwierig, also sehr viele Anrufer verzeihen.
und finden den Weg wieder zusammen. Dass man sich jetzt wirklich trennt, das sind die wenigsten. Hm. Gibst du aber manchmal solche Tipps? Also sagst du auch manchmal, das ist laut irgendwie meinem Gefühl oder sonst irgendwas, hast du mal über Trennung nachgedacht? Weil für viele, die bleiben ja auch in ihren alten Mustern dann ganz oft verstrickt und eigentlich brauchen die jemanden, der einfach mal motivierend zur Seite steht und eben sagt, das Leben geht so halt nicht wirklich gut weiter, wenn du... Klar, wenn ich das so sehe, dass die Trennung eigentlich das Beste ist, dass der Mensch wieder frei ist und sich wieder neu entfalten kann, dann sage ich das. Wenn das hier mehr Potenzial hat, auf jeden Fall. Du hast ja auch eine frische Liebe gefunden. Ja, ne? Also du bist ja aus dem Rheinland dann irgendwie mal in eine ganz andere Ecke gezogen. Genau. Was hat dich nach Ostfriesland? Ostfriesland, genau. Ne? Was hat dich dahin verschlagen? Ah, ich habe 2 Hunde und in Ostfriesland ist unglaublich viel Platz. Die bauen sehr weit auseinander. Das heißt, meine Hunde können in den Garten, sie können bellen, sie können laut sein. Es stört sich niemand. Und deswegen bin ich in erster Linie dahin gezogen. Dann die Nähe zum Meer, das ist einfach wunderschön. Kanntest du da jemanden oder hast du wirklich gesagt, ich breche jetzt mal alle Dinge hinter mir ab und fange ein komplett neues Leben an? Ich habe da niemanden gekannt, ich bin einfach hingezogen. Ach, ja. Aber gehört ja auch Mut dazu, oder? Also, ja, aber ich wollte einen Neuanfang. Für mich war es das Beste. Und wie hast du dann dich da integriert? Also auch in jetzt, das sagt man ja auch, die Ostfriesen, also alle Menschen, die da so vom Wasser kommen, sind ja erstmal ein bisschen zurückhaltend. Also Anschluss da zu finden, also wie bist du vorgegangen? Gar nicht. Also ich war offen, ich war nett, ich war höflich immer. Und so bin ich dort reingekommen in die Gemeinschaft, ganz klar. Das sind ganz nette Menschen. Also dass die so zu sind, kann ich nicht bestätigen. Und dann hast du die Liebe. Dann kam getroffen. Die Liebe in mein Haus, genau. Ach, weil der Heizungsbauer ist nicht dein Ernst, doch, oder? Der hat meine Heizung damals gewartet und so kamen wir in Kontakt. Ich habe ihn erstmal abblitzen lassen, natürlich, ich war ja auch enttäuscht, wie viele Kundinnen. Und dann, ein paar Monate später, haben wir dann doch zusammengefunden. Ach. Das ist ja wirklich so, da sagt man immer, gerade als Lebensberater, glaube ich, sagt man, naja, wenn du die Liebe suchst, dann musst du aber nicht warten, dass der irgendwie an der Tür klingelt. Bei dir hat er tatsächlich an der Tür geklingelt, ja. Tatsächlich, ja. Verrückt. Ja. Und war das so ein magischer Moment auch, als du ihn gesehen hast? Also war so Liebe auf den ersten Blick? Ja, das war's. Jetzt muss ich aber fragen, so ein Heizungsbauer, der hat ja wahrscheinlich davor noch nie irgendwas mit Spiritualität zu tun gehabt und plötzlich lernt er jemanden wie Jessica Schweinsberg kennen, die dann erklärt, was machst du eigentlich beruflich? Ja. Wie ist der mit der Situation umgegangen? Ganz locker, ganz entspannt, ja, gar keine Probleme, keine Berührungsängste, nichts. Hat er sich von dir dann auch die Karten mal legen lassen oder ist er da noch so ein bisschen, dass er sagt, ich kann ihm nicht die Karten legen, ich kann es einfach nicht, weil ich in diesen Menschen ja verliebt bin. Ich kann auch nicht mal aus seinem Gesicht irgendwas ablesen, ich bin dazu nicht in der Lage. Aber ich habe einen sehr guten Freund, der das für mich übernimmt. Ja, aber das ist ja auch spannend. Das heißt, diese Draufschauen als dritte Person, also als wirklich jemand, der die Menschen gar nicht kennt, das fällt dir natürlich wesentlich leichter, als Menschen zu beraten, die in deinem näheren Umfeld sind. Ja, ja. Lustig. Das stimmt. Mhm. Jessica, wir werden heute, Susanne weiß, glaube ich, noch nicht so viel von ihrem Glück, aber so ein kleines Spielchen spielen, habe ich schon oder habe ich noch nicht? Also da sind ein paar lustige Fragen dabei. Okay. Also ich finde sie lustig, ob ihr sie so lustig findet, das weiß ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr große Unterhaltung, vor allem auch für unsere Zuschauer. Denn es ist so eine Möglichkeit, so ein bisschen was aus euch herauszukitzeln und das Ganze in spielerischer Form sozusagen. Gibt es ein Thema, über das du zum Beispiel eher nicht reden möchtest? Nein. Okay. Nein. Ganz offen. Dann weiß ich da schon Bescheid. Okay. Dann gucken wir mal. Sie können sich heute freuen, denn es geht um Gefühle und es geht um ein ganz besonderes Gefühlsbuch, das Sie heute von uns bekommen können. Wir dachten gerade mal so, am Rosenmontag passen ja Gefühle gut in diese 5. Jahreszeit hinein. Deswegen gibt es ein Gefühlsbuch, ein Ja, ich will zu den Gefühlen hin. Und dieses schöne Büchlein, das können Sie heute gewinnen, das Gefühl Handbuch. Und wenn Sie sagen, ja, ich möchte gerne zu meinen Gefühlen, dann machen Sie mit bei unserer Verlosung, denn auch heute haben wir mal wieder, es geht aber diese Woche wirklich um mich, haben wir eine sehr, sehr schwierige Frage für Sie.
Weshalb hat sich denn heute Andrea verkleidet? Wegen Chanukka oder wegen dem Rosenmontag? Unter den eingeblendeten Telefonnummern sind wir wie immer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für Sie zu erreichen. Der Hinweis, dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet, der darf auch heute nicht fehlen. Bis 15 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet und 18 Jahre sollten Sie sein. Alles nochmal nachzulesen unter www.astotv.de. Susanne, du guckst mich so komisch an. Ja, ich warte, was da jetzt so kommt. Hast du Angst ein bisschen? Nein, nee. Oder? Nein, ich bin nur neugierig. Susanne, seit wann bist du bei AstroTV? Du bist ja noch ein relativ frisches Gesicht eigentlich, ja, oder? Ja, letztes Jahr im Juli war ich das erste Mal da. Da warst du aber auch schon mal bei Leichter Leben. Wir hatten doch auch schon mal, schon mal den Kontakt? Warum kommst du mir so bekannt vor? Und ich habe das Gefühl, wir hätten uns schon mal getroffen. Vielleicht aus einem früheren Leben? Nee, vielleicht. Wir haben uns schon mal in der Maske gesehen. Ach, dann haben wir uns da getroffen, aber hatten noch kein wirkliches Gespräch miteinander. Nee. Ja, dann bist du ja quasi für mich auch ein Neuzugang und ich kann mal so ein bisschen was abhaken, nämlich abhaken, seit wann du überhaupt im spirituellen Bereich arbeitest. Ja, also selbstständig bin ich jetzt seit 2010, aber eigentlich mache ich das schon immer. Also es klingt so platt, aber es ist tatsächlich so. Also Karten legen, da habe ich ganz früh mit angefangen. Also zur Schulzeit dann noch? Also nee, später. Also so als Anfang 20-Jährige. Also du hast schon Schule erstmal gemacht, eine normale Ausbildung oder sonst irgendetwas? Genau, ich komme eigentlich aus dem Pflegebereich und habe da mein Staatsexamen gemacht, habe dann in der Klinik gearbeitet und war dann selbstständig mit einem eigenen ambulanten Pflegedienst jahrelang. Und dann habe ich noch mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht und wollte eigentlich studieren, Qualitätsmanagement, aber irgendwie braucht man natürlich auch Geld, ja, und deswegen habe ich dann mich entschieden für eine große Seniorenkette Vertrieb und Marketing zu machen. Es war eine amerikanische Firma gewesen und da habe ich erfolgreich im Vertrieb und im Marketing gearbeitet. Und habe aber da gemerkt, das ist also nicht meins. Also weil das, was ich eigentlich machen wollte, was ich jetzt mache seit 9 Jahren, hauptberuflich, drängt es sich da auch immer durch. Ich wollte gerade sagen, weil es hat ja schon eine Parallelität. Man hat sich ja schon einen Job ausgesucht, wo man Menschen zur Seite stehen möchte, wo man Hilfestellung geben möchte. Und es ist ja auch ein sehr, sehr anstrengender Job, den du da ein paar Jahre wirklich auch ausgeübt hast, oder? Lange Jahre, ja. Mhm. Sehr anstrengend, das stimmt, ja. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, also klassisches Situation, ich wach morgens auf und habe gemerkt, es geht nichts mehr. Und mein Hausarzt sagte mir damals, du hast einen Burnout. Und das konnte ich nicht glauben, weil, also... Ist so ein neu moderner Begriff, wo man sich denkt, warum? Ja, also, genau. Ja, aber es war halt tatsächlich so, ich habe da eigentlich was gelebt, was lange was ich hätte schon lange ändern müssen eigentlich. Also auf meine innere Stimme hören, deswegen sage ich das auch immer meinen Anrufern, traut euch auch neue Wege zu gehen, auch Situationen, Lebenssituationen zu beenden und manchmal lohnt sich auch wirklich dieser kalte Sprung ins Wasser. Ich finde heute wieder, und das ist ja manchmal bei Leichter Leben, bei Leichter Leben manchmal wirklich so ein bisschen spooky, dass sich ja manchmal so Themen von alleine finden. Also so wie Jessica, die gerade wirklich gesagt hat, sie ist so in ein neues Nichts gegangen eigentlich. Natürlich hast du deinen Job mitnehmen können und da war es ja egal, ob du jetzt von NRW oder aus dem Rheinland irgendwo arbeitest oder in Ostfriesland. Aber dieses sich trauen, und Jessie ist ja auch keine 21 mehr, wirklich nochmal neu durchzustarten, das bekommt man aber immer öfter mit, ne? Dass die Menschen diesen Mut haben, Dinge plötzlich nochmal neu anzugehen. Mhm, woher kommt dieser neue Mut? Also kann man das auch irgendwo vom Zeitgeist oder so erklären? Nee, also ich glaube, das gab es eigentlich schon immer. Also es gab schon immer Menschen, die waren mutiger. Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass in der Lebenssituation es so abverlangt. Also bei mir war es ja so, ich war ja erst gar nicht mutig. Also ich habe ja lange ausgehalten, bis ich gemerkt habe, du musst reagieren. Dein Körper rebelliert, ja, du musst dich trauen. Ich bin ein Mensch, der auch sehr eigentlich auf Sicherheit bedacht ist. Mhm. Und habe aber da selbst die Erfahrung machen dürfen, es hat sich gelohnt, tatsächlich alle Sicherheitsaspekte über Bord zu werfen und
von null anzufangen und ja. Es gab heute schon einen sehr, sehr schönen Spruch von Gabriele Iazetta. Gabi, den hast du heute Morgen im Shop gesagt. Und zwar ging es um den Reichtumsring. Und da hast du gesagt, das war gut, dass mir so das Leben aus der Hand geglitten ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie du das ausgedrückt hast. Kannst du dich erinnern, was du gesagt hast? Naja, das ist so. In jedem Tief steckt die Erneuerung drinnen. Denn nur wenn es mir schlecht geht, denke ich darüber nach, mein Leben zu ändern. Und deswegen ist es eigentlich gut, wenn man gerade in einer Tiefphase im Leben ist. Weil wenn es normal läuft, dann verändert man ja nichts. Genau, es ist eigentlich so ist gut. Und das finde ich ganz spannend. Und das sind natürlich alles Gedankengänge. Ich glaube, die sind auch bei unserem Publikum nicht neu. Mhm. Aber ich finde, manchmal hat man so Momente, wo man sagt, das macht Spaß, darüber zu reden. Also wirklich auch mal die Menschen aufzubauen und zu sagen, ja, das Leben ist nicht immer nur Zucker, sondern manchmal tut es auch weh. Aber es ist gut, dass es weh tut, weil dann wacht man auf. Und du hast es ja genauso erlebt. Mhm. Ne? Richtig, genau so ist es. Und dann könnt ihr wahrscheinlich als Berater den Menschen auch mit den Tipps oder mit dem eigenen Dasein natürlich auch sagen, ich weiß ja selber, wie es bei mir gewesen ist. Genau. Es kommt auch tatsächlich oft in meinen Beratungen vor, also das Thema Burnout oder unglückliche Lebenssituationen. Und ja, ich finde es halt auch gut, als Berater Menschen abholen zu können, egal wo sie stehen, weil ich selber schon so viel im Grunde erlebt habe, auch durch die unterschiedlichen Berufe. Also mir ist wirklich kein Thema fremd. Also ich glaube, in den vielen, vielen Beratungen, wie wahrscheinlich bei den meisten von meinen Kollegen, ist die Liebe und der Beruf halt ganz, ganz häufig Thema. Und auch über Ängste einfach. Ja? Mhm. Was passiert, wenn ich mich trenne? Was passiert, wenn ich einen Job kündige? Kriege ich wieder einen neuen Job? Schaffe ich das von den Finanzen her? Und also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg. Mhm. Auch wenn das vielleicht erstmal nicht so ausschaut, aber es öffnen sich dann Türen. Das ist ganz häufig so. Also ich finde das immer sehr schön, wenn man eben zusammensitzt und eben Beispiele nennen kann, die anderen den Mut machen, aber die sagen, ich weiß es ja selber. Mhm. Und das ist manchmal so schwierig natürlich für Menschen, die in dem Tief sind, das zu erkennen, weil die sind so verzweifelt. Aber dann ist es ganz schön, dass es eben euch Berater gibt, die nicht nur streicheln wahrscheinlich, sondern du musst wahrscheinlich auch manchmal das ein oder andere härtere Wort mal lostreten, damit die Leute in Bewegung kommen, oder? Mhm. Ja, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der so die harten Worte benutzt. Also ich, klar, aber ich versuche, Themen ins Bewusstsein zu holen, indem ich frage. Ja, weil letztendlich macht es ja nur, also es ist ein Unterschied, ob ich selber drauf komme, weil mich jemand fragt und begleitet oder ob dir jemand sagt, du musst das, du musst das, du musst das. Da kommt meistens erstmal so eine Verweigerungshaltung, weil wenn du selber noch nicht bereit bist, dann können dir 10 Leute sagen, du musst dich trennen oder du musst dies oder jenes, dann machst du es einfach nicht. Mhm. Also ich finde es halt für mich persönlich hilfreicher, Menschen zu begleiten und natürlich Möglichkeiten aufzuzeigen und auch darauf hinzuweisen, was passiert denn, wenn du in der Situation verharrst. Dass ihr probiert, auf jeden Fall Menschen immer in Bewegung zu bringen, eben raus aus diesem Stillstand hin, wirklich wieder in irgendeine eine schöne Richtung, in die Richtung der Sonne sozusagen. Mhm. Wir werden uns vielleicht mal weiter unterhalten, Susanne. Und wie gesagt, wir haben noch ein kleines Spielchen mit. Okay. Mit dir und mit der Jessica vor. Jetzt aber erstmal der intelligente Schmuck und Gabriele Iazetta. Und es gibt doch in irgendeiner Form keine Zufälle, sondern es ist doch auch wieder Schicksal, dass wir genau über so ein Thema reden und du hast das passende Schmuckstück dazu. Du verlierst die Federn. Ja, weil es heiß ist hier drinnen. Ich schmilze nicht, sondern bei mir, ich lasse Federn jetzt allmählich. Und bei dir geht es heute auch wieder um Motivation, denn das sind ja genau die Punkte, die man oftmals braucht und die einem eben manchmal fehlen, wenn man ganz unten ist. Genau. Das ist ja wirklich etwas, wenn man ganz unten ist, dann... Mir persönlich haben wirklich die Steine geholfen, wie ich ganz unten war, wieder aufzusteigen sozusagen. Und
dafür gibt es einen ganz besonderen Stein, nämlich für Motivation. Wenn Sie da googeln, welcher Heilstein ist für Motivation zuständig, dann kommt nur einer und das ist der Appetit. Und den gibt es auch in einer anderen Form, dann ist er eher undurchsichtig, aber ich habe diese feine Form gewählt, wo er wie Glas ausschaut. Das sind also die Spitzen des Appetitsteins sozusagen. Und da ist er noch so durchsichtig und dann hat er so ein Farbenspiel, ja wirklich, er funkelt als ein Ganzer. Und da habe ich eben eine ganz besondere Kette daraus gemacht. Das ist die Motivationskette, weil der Appetit wirklich der Stein ist, der dafür zuständig ist, dass man wieder motiviert ins Leben durchstartet. Denn natürlich gehört es im Leben dazu und jeder von uns hat seine Tiefpunkte und das ist auch gut so, weil wäre es immer nur lustig und schön, würden wir uns nicht weiterentwickeln und wir könnten das auch gar nicht schätzen. Und aber ab dem, wenn man mal die Tiefs sozusagen, die Talsohle erreicht hat, dann kann es wieder nach oben gehen und wenn man dann den richtigen Stein an der Seite hat, dann geht es schneller, dann geht es leichter, dann ist man motiviert und das Leben kommt wieder auf einen zu und die positiven Dinge kommen dazu auf einen zu. Das Negative gehört zum Leben dazu, aber es ist wichtig, schnell wieder da herauszukommen. Man muss auch wirklich sagen, wir haben des Öfteren bei Leichter Leben die Motivationskette schon präsentiert und vorgestellt und die kommt unglaublich gut bei unseren Zuschauern an. Es liegt auf der einen Seite natürlich auch hier wieder an der Machart, denn es ist wieder Juwelierware, es ist mal wieder ein tolles Produkt aus dem Hause Iazetta und es ist natürlich wirklich etwas, wo man sagen kann, es ist Juwelierware, ne? Das kann man das jetzt schon erkennen. Und der Preis, den Sie hier sehen, das ist wirklich ein Preis, wenn Sie in ein Juweliergeschäft gehen würden, dann kannst würden du eine Sie... Kannst du eine 4, eine 5 davor geben? Ja, also das ist wirklich hier wieder ein Produkt, das es nur bei uns, nur hier bei Astro TV gibt, zu diesem wirklich sensationellen Preis von 99 Euro. Das klingt am Anfang natürlich immer nach viel Geld, ja. Aber es hat eine Wertigkeit, es hat auch eine Also es schmückt natürlich auch enorm, weil das Glitzern, dieses Türkis, dieses Funkeln, weil dieser halt wirklich so, also das sind wirklich die Spitzen, die sind alle unterschiedlich geschliffen und die funkeln. Also das hat wirklich ein Funkeln wie so ganz viele kleine Brillanten. Es ist natürlich auch ein wunderschönes Schmuckstück. Es ist 85 cm lange und da sie aber so zart ist, wirkt sie noch länger. Ja? Und dieser Stein, natürlich kommt der im Nacken hinten auch an der Haut an und da beginnt der Stein seine Wirkung auszubreiten, wirklich, dass wir wieder motiviert werden. Wir sind nicht motiviert, wenn wir eine lange Zeit traurig waren, wenn wir negative Dinge erlebt haben, wenn wir krank waren. Das sind lauter Dinge, die unsere Motivation immer weiter runterdrücken. Und damit wir wieder Dinge angehen, da kann man sich die Kraft der Steine holen. Und da ist eben dieser Appetit, das ist wirklich der Stein für die Motivation. Es ist ein hochwertiges Schmuckstück, es ist wirklich wieder was ganz Besonderes. Es ist auch hier wieder der Zirkonia-Stein mit eingearbeitet, der kleine, wie sagen wir immer, unechte Brillant, der aber dem Brillanten in gar nichts nachsteht. Das heißt, es ist wirklich was ganz, ganz Edles und das ist ja auch immer was ganz Besonderes an deinen Schmuckstücken. Schmuck ist etwas, das soll uns schmücken, das soll uns Wertschätzung geben, das soll uns ja schön machen, aber Schmuck ist im Endeffekt ursprünglich ja mit dem Gedanken verbunden, dass es stärken soll. Und genau das machen deine Schmuckstücke. Sie stärken einen, sie geben einem eben die Motivation und sie sehen auch noch gut aus. Ja, und man sagt den Appetit natürlich auch andere Themen. Also ich mache es Ihnen hier wegen der Motivation, aber wenn man in Heilsteine-Büchern nachliest, dann ist er eben gegen Arthritis, gegen Arthrose, gegen Osteoporose. Also das sagt man ihm auch noch alles nach. Warum, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, steht einfach in diesen Heilsteinebüchern, dass er für die Knochen und auch gegen Virus und alles Mögliche ist. Also er hat noch ganz viele Gesundheitsaspekte, die eben in Heilsteinebüchern stehen. Aber er heißt ja nicht umsonst Motivationskette, denn es geht darum, wieder mobilisiert zu werden, wieder motiviert zu werden, am Leben auch teilzunehmen. Denn auch Lethargie ist ja etwas, was
was ja auch kommt, wenn das Leben immer langweilig ist, wenn immer das Gleiche ist, wenn immer die Routine ist und es gibt keine Höhen und Tiefen, also es gibt Tiefen, aber es gibt keine Höhen im Leben und da ist eben auch der Stein, dass er sie wieder hebt, ihre Stimmung hebt, eben sie motiviert, wieder Freude zu haben, wieder zu sagen, jetzt gehe ich mal wieder raus, jetzt mache ich mal, geh in ein Café, geh in ein Theater, geh in einen Tanzabend, egal was, sondern wirklich motiviert wird, wieder am Leben teilzunehmen. Dafür steht eben auch dieser Appetitstein. Sie sehen ihn an mir, der funkelt ja, ich habe jetzt zwei, weil ich diese Farben so sehr liebe. Ich mag ja Türkis, ist so wirklich meine Farbe. Und Türkis, ja, das hat auch so etwas wie, wenn ich in einen See hineinsehe, wie wenn man ins Meer, wenn man ins Wasser hineinsieht. Das ist schon eine Farbe, die schon sehr viel Tiefgang auch hat. Und natürlich dann auch vielleicht darüber sie mobilisiert nachzudenken, dass man da wieder sagt, okay, das war so und so, aber jetzt bin ich motiviert, mein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Und dafür habe ich diese Kette für Sie designt. Ja, und ich kann mich jeden Tag mit der gewissen Motivation umgeben, umhängen quasi in Form dieser Motivationskette. Es ist auch wieder eine Kette. Ja, man muss schon sagen, das ist eine filigrane Kette. Ist vielleicht eine zarte nicht für, Kette. Genau, eine zarte Kette. Vielleicht nicht wirklich so ein Schmuckstück wie deine Armbänder, die jede Frau tragen kann, sondern ist schon typmäßig, aber es ist ein Schmuckstück, das muss man auch sagen, dass man ja über Tag ganz normal tragen kann oder wie wir es bei Gitta Sachs natürlich sehen, ganz ganz edel für irgendwie den roten Teppich, für eine Abendgarderobe. Also es ist wieder wirklich sehr sehr schmückender Schmuck. Es ist Schmuck, den aber eine junge Frau genauso tragen kann wie die Dame, die schon ein bisschen ins Alter gekommen ist. Und der Preis, der ist natürlich wieder einzigartig. Es sind Schmuckstücke, die in Österreich quasi hergestellt werden. Auch hier bei der Motivationskette geht es um Fair Trade. Da geht es eben auch um ein Produkt, in dem mit sehr sehr viel Liebe gearbeitet wird und diese Liebe, die werden Sie gleich spüren, wenn Sie unter der gebührenfreien Telefonnummer anrufen, denn da sitzt er wieder, der Herr Gerhard. Wieder dabei. Ist wieder dabei, ganz genau. Und beim Herrn Gerhard können Sie jetzt Ihre Bestellung wirklich abgeben. Der freut sich, der kennt sämtliche Produkte von Gabriele Iasetta, der hilft Ihnen auch gerne weiter in der Beratung und dann erleben Sie einen gewissen Wiener Schmäh und der Herr Gerhard freut sich ja der jetzt Herr mal. Der Herr Gerhard freut sich, wenn ein Freizeichen ist und Sie nicht und keiner hebt ab, dann telefoniert er gerade. Dann rufen Sie bitte ein bisschen später, bis 18, 19 Uhr ist er heute gut erreichbar. Das ist leider, das Telefon gibt immer ein Freizeichen, auch wenn er gerade telefoniert. Aber sonst berät er Sie gerne für dieses Motivationskette, die eben wirklich wieder den Antrieb macht, dass man motiviert jetzt startet. Unter der eingeblendeten Telefonnummer, wie gesagt, setzen Sie sich am besten mit dem Herrn Gerhard, einem wirklich sehr, sehr charmanten Wiener, in Verbindung. Der berät Sie, der hilft Ihnen weiter und den können Sie auch besuchen. Denn es gibt natürlich auch den Laden von Gabriele Iasetta in Wien, und zwar in der Rankgasse 4. Da können Sie U-Bahn-Endstation U3. Otterkring. Da können Sie sämtliche Schmuckstücke sich auch wirklich nochmal angucken. Und das Lustige dabei ist, dass wirklich ganz, ganz viele Laufkundschaft wirklich in den Laden gehen, weil die angezogen werden von der Schönheit des Schmuckes, die dich gar nicht kennen und die mittlerweile teilweise echt zu Stammkunden geworden sind. Ja, also das wird immer populärer. Es breitet sich aus. Die Energie, die positive. Was ja schön ist. Motivationskette, 99 €. Ich sag's noch einmal dazu, das ist wirklich ein Oberhammer-Spitzenpreis. Ja, bei einem Juwelier unter 400 € bekommen Sie so eine Kette nicht. Hier schon, bei AstroTV. Also schnell sein. Gabi, morgen um 11 bist du wieder mit dem intelligenten Schmuck bei AstroTV zu sehen. 11 bis 13 Uhr sollten Sie nicht verpassen, aber natürlich auch um 14 Uhr morgen wieder. Und ich komme wieder verkleidet, wie ich bin. Du kommst verkleidet als Gabriele Iasetta. Bei dir bin ich schon gespannt. Ich auch. Aber es wird was. Bussi. Baba. Baba. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 100 14.
Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Sie heißt No Eyes, geboren in Minnesota im Indian Nation Reservat. Ihre Gabe ist die Hellsichtigkeit. Sie sieht alles in der Aura und bietet außerdem spirituelle und hellsichtige Lebensberatung an. Sie ist stets im direkten Kontakt zur geistigen Welt. No Eyes arbeitet mit der Medizin der Mutter Erde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele anzuregen. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang. Tauchen Sie ein in die mystische Welt der Indianer. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert. Seine Angebote können Sie jetzt bestellen unter www.regenbogen-esoterik.de, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Ein Neuling haben wir heute im Studio. Susanne Marton ist zu uns gekommen. Der ein oder andere Zuschauer hat dich vielleicht im letzten Sommer schon ein bisschen gesehen. Dann warst du eine Zeit lang nicht da, lag vielleicht auch ein bisschen daran an unserem Umzugsstress. Das ging bei mir dann auch nicht. Also beides hat sich dann ganz gut ergeben, wie es ja manchmal so ist. Genau. Und jetzt ist es aber wieder soweit. Jetzt gehst du mal wieder an den Start. Bei Questico bist du wahrscheinlich schon ein bisschen länger, oder? Ja, jetzt das, glaube 8. Jahr. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Also schon ein gutes Stück. Wir hätten heute ein Thema gehabt und da bin ich sehr, sehr traurig. Ich hoffe, wir werden darüber nochmal reden. Und zwar wäre es da um Herzenswünsche gegangen. Und zwar eine tolle Organisation, die ins Leben gerufen worden ist für sehr schwer kranke Kinder, denen man eben nochmal ihren letzten Wunsch quasi erfüllen möchte. Ja. Eigentlich ein sehr, sehr trauriges Thema, aber doch auch wieder ein schönes Thema, Menschen eben wirklich so wahrzunehmen und zu sagen, es gibt da eben manchmal auch nur Kleinigkeiten. Und das finde ich ist bei diesen Herzenswünschen immer so schön zu erkennen, dass die so schöne Wünsche formulieren und aussprechen, die ja erfüllbar sind. Mhm. Ne? Also das ist im Leben ganz oft, wahrscheinlich kriegt Ihr Berater das auch mit, dass Menschen manchmal auch über Kleinigkeiten dankbar sind. Also wir kommen wieder zurück wahrscheinlich in dieses Thema Dankbarkeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch so den Eindruck, dass Menschen, woran das jetzt liegt, also bescheidener werden. Ja? Vielleicht, weil wir überfrachtet sind. Ja? Vielleicht trägt auch die digitale Welt so ein bisschen dazu bei, dass wir in so einem Überfluss und auch in so einer Überflutung von sogenannten Must-Haves sind. Ja? Also wir glauben, wir müssen dies und jenes. Und, aber viele Menschen merken, dass eigentlich das, um was es geht, sind eigentlich die Kleinigkeiten, die das Leben so angenehm machen, ja. Also nettes Wort, guter Kontakt zur Nachbarschaft, also eigentlich so diese einfachen Dinge, ja. Nettes Essen, Freunde, auf die man sich verlassen kann. Und das ist schon spürbar in meinen Beratungen, ja. Aber hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Also ich habe immer so dieses Gefühl, ab einem gewissen Alter, ja, da geht man auch wieder zurück in die Demut und man sagt, man hat vieles schon im Leben erreicht, jetzt brauche ich das nicht mehr oder ich hatte das vielleicht schon. Die jungen Leute wahrscheinlich, die sind heute schon durch diese ganzen Social Media, wie leicht man doch angeblich auch Geld verdienen kann als Instagrammer oder als irgendwie ein Mensch der Öffentlichkeit. Da wird manchmal natürlich auch ein bisschen was Falsches vorgelebt. Ne? Absolut, absolut. Ja, da ist ja eine Parallelwelt entstanden, ja, die eigentlich wirkliche Begegnungen ja verhindert und die halt viel Platz für Spekulationen lässt. Ja, und im Grunde, also ich finde es ein bisschen eine gefährliche Entwicklung auch, ja, weil das so mit diesem Menschsein, mit dem Anfassen, mit den wirklichen Erfahrungen, die man mit anderen Menschen macht, oft nichts mehr zu tun hat, ja. Mhm. Und es werden ja auch viele Falschmeldungen bewusst gestreut, ja. Und aber auf der anderen Seite habe ich auch immer wieder das Gefühl, wir kommen trotzdem wieder zurück. Also wir kommen wieder mehr ins Gespräch, wir wollen uns auch wieder ein bisschen mehr auseinandersetzen und es sind manchmal auch wirklich die stillen Gespräche oder die ruhigen Gespräche. Mhm. Es muss nicht immer nur Trash sein und Geschrei sein, sondern es sind Meinungen, die natürlich auch jeder unterschiedlich hat, aber man ist wieder in der Lage, manchmal auch aus diesen Meinungen wenigstens einen Mehrwert zu bekommen. Mhm.
ja, was auch Spaß macht. Definitiv, ja. Wie arbeitest du denn, Susanne? Also Karten haben wir schon angesprochen. Mhm. Gibt es sonst noch was, was du machst? Ja, also ich arbeite sehr stark mit meiner Intuition, also die ja jeder von uns hat, aber man traut sich ja oft oder traut ja seiner eigenen Intuition oft nicht. Ich arbeite mit Bildern, die ich bekomme. Also wie es funktioniert, ja, ich, es ist eigentlich auch schon immer so gewesen, wie ein kurzer Film, der abläuft zu bestimmten Situationen oder zu bestimmten Menschen. Damit arbeite ich, aber auch mit den Karten und halt einfach mit meiner Intuition, mit meinem Gefühl für Situationen, mhm, und auch für Menschen. Ja, was ich jetzt nicht so in den Vordergrund stelle, was aber durchaus auch passiert, also wenn man mein Profil liest, dann steht es auch im Interview. Ich habe manchmal einfach auch jenseits Kontakte, die ich aber nicht herbeiführe jetzt wissentlich oder eine Technik verwende oder so etwas. Ich habe auch nie ein Seminar hierzu besucht. Es passiert einfach oft in einem Gespräch, auch mit wildfremden Menschen. Also mein Partner könnte da Geschichten erzählen, dem ist es auch manchmal, glaube ich, schon ziemlich unangenehm gewesen. Aber das ist auch etwas, ich glaube, wir haben eben viel mehr Sinne, als wir glauben. Ja? Und wenn wir jetzt in bei Naturvölkern schauen, ist das völlig normal, ja? Dass die mit Ahnen arbeiten oder Verstorbene sehen. Oder, also, ich hatte zum Beispiel neulich bei meiner Thai-Masseurin hatte ich plötzlich ein Bild und ich wusste, es ist ihr Vater, der gestorben ist. Ich kannte sie, also wir haben kaum miteinander gesprochen und habe ihr das so gesagt und habe gesagt, aber bitte keine Angst haben. Sie sagt, wir haben in unserem Breitengraden keine Angst, weil für uns ist das eigentlich ganz normal. Mhm. Ja. Es ist ja so, dass viele Sachen einfach noch nicht so angekommen, mhm, sind. Auch die Medien darüber natürlich wenig berichten, mhm, aber wenn man sich Informationen holen möchte, da ist wieder der ganze, mhm, Social-Media-Bereich natürlich fantastisch. Man kann sich informieren, mhm, da gibt es genügend Berichte, genügend Dokumentationen, die man sich auch angucken kann, wo eben ganz viel, ja, auch so spooky Geschichten teilweise, mhm, vorkommen, die aber nicht so wirklich erklärbar sind. Mhm. Gibt es so Situationen auch bei dir, so Sachen, du sagst ja gerade, also auch die, mhm, Bilder kann ich nicht erklären, aber so eine Geschichte, wo du, mhm, sagst, das war auch schon etwas, mhm, wo ich mir denke, krass. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich jetzt erlebt habe mit anderen, meinst du? Ja, ja, oder dir selber. Also wo du wirklich gesagt hast, mhm, das war so eine Geschichte, die klingt so unglaublich, dass, mhm, man eigentlich denkt, die kann gar nicht wahr sein. Ja, also insofern, dass ich Dinge wahrgenommen habe, ja, mit wildfremden Menschen im Urlaub oder sowas, mhm, zum Beispiel. Also wo sich dann auch ein Leben, also dieser Person komplett verändert hat, ja. Also das schon. Kann ich, wenn du willst, kurz erzählen. Ja, ja, erzähl. Also wir waren im Urlaub. Obwohl, hebst du auf, dann gehe, ja, ich nochmal kurz zu Jessica. Genau. Dann haben wir einen super Cliffhanger auf so eine spooky, prima, Geschichte. Und wir können aber schon mal anfangen, gleich noch ein bisschen quasi auch zu spielen. Mhm. Da geht es nämlich um ein paar Fragen, die ich heute dem beiden stellen werde, nämlich habt ihr schon einige Dinge getan oder einige Dinge noch nicht getan? Ein paar Fragen sind natürlich schon so, dass man sagt, ihr müsst ehrlich antworten, ne? Also da sind schon ein paar Dinge dabei, auf die ist man vielleicht heute nicht mehr stolz, aber man hat es vielleicht trotzdem getan. Jetzt wollen wir aber erstmal gucken, was tut der Mond diese Woche für uns, denn der beeinflusst uns ja auch und ob er diese Woche, ja, es gut mit uns meint, das zeigt uns der Mondkalender.
Habe ich oder habe ich noch nicht? Ist im Moment eins meiner Lieblingsspiele. Ich glaube aber auch, dass Sie zu Hause dieses Spiel ganz gerne mögen, denn man kann auf der einen Seite ein bisschen mitspielen und sich selber mal die Frage stellen. Man kann aber auch unsere Berater ein bisschen besser kennenlernen. Wir steigen mal ein bisschen harmlos ein. Ich stelle euch eine Frage und ihr müsst sie mit Daumen hoch oder Daumen runter beantworten. Also Daumen hoch heißt, ja klar, habe ich schon mal. Daumen runter ist, nee, habe ich noch nie gemacht. Die erste Frage ist eigentlich jetzt eher so die Einstiegsfrage, wo ich sage, also wer da jetzt den Daumen runter hält, da weiß ich nicht, ob der die Wahrheit erzählt. Thema ist, ich habe noch nie einen Strafzettel bekommen. Oh, ich habe schon jede Menge bekommen. Ja, ja, ne? Also das ist so etwas, geht gar nicht irgendwie anders. Nee, das lässt sich nicht mehr vermeiden, du. Ja, aber hat man manchmal, also achtet man schon auch beim Strafzettel bekommen darauf, dass es aber dann wenigstens ein ehrlicher Strafzettel ist. Also Bürgersteig parken zum Beispiel, finde ich, ist wirklich, das macht man nicht. Aber mal die Parkuhr eben überziehen, das ist ja nun mal so. Das passiert halt, ne? Du kannst es nicht immer vermeiden. Das stimmt. Ich habe noch nie etwas geklaut. Ich habe noch nie was geklaut. Ach, jetzt erzähl mir doch nichts. Ich habe noch nie was geklaut. Doch, du schon? Als Kind Schokolade, ja. So, ja. Also irgendwann. Du hast doch nie ich was nicht. Geklaut? Nein, habe ich nicht. Siehst du mal, ich kassiere Strafzettel, aber ich habe noch nie geklaut. Ehrlich? Dachte ja. Irgendwie so was, weil so mitgehen hat Nein. schon mal irgendwie jeder schon mal als gemacht kind oder so. Also gerade in Kinderzeiten Nein. oder so. Nein. Respekt, sehr gut. Ich habe noch nie den Geburtstag eines Familienangehörigen vergessen. Ja, habe ich nicht. Ich schon. Von wem? Ach, von meiner Oma damals, ja. Und was ist das denn für ein Gefühl? Ganz schrecklich. Seitdem schreibe ich mir alles auf, dass ich mich an alles erinnere. Du noch nie? Nee, noch Nein. nie. Das ist mir ganz wichtig immer. Ich habe den Geburtstag einmal vergessen von meinem Bruder und meiner Mutter. Die haben beide am gleichen Tag Geburtstag. Und ich war unterwegs, habe gearbeitet, sehr viel gearbeitet, bin nachts irgendwann um 2 im Hotelzimmer gewesen und dann ist es mir eingefallen. Es war für mich das schlimmste Erlebnis meines Lebens, dass ich die vergessen habe. Ich habe echt gedacht, das darf mir, das gibt's doch nicht. Also da plagt einem wirklich das schrecklichste Gewissen. Ich habe noch nie Geld gefunden und es einfach behalten. Doch, so Centstücke, ein Euro. Na, wir reden jetzt schon von also mindestens ein Zehner oder so und, oder 20 und den trotzdem behalten. Habe ich noch nie. Geld gefunden? Ich auch nicht. Also solche Beträge, nein. Nee. Nein. Du auch nicht? Also ich habe schon mal Geld gefunden. Und? Hab's behalten. Echt? Mhm. Und das Resonanzgesetz hat es mir relativ schnell wieder weggenommen, weil dann war irgendwas an meinem Auto kaputt und ich dachte mir schon, ja, das ist einfach, man soll es nicht tun. Seitdem würde ich das auch nie wieder machen. Ich musste noch nie vor der Polizei fliehen. Vor der Polizei fliehen? Ist das eine Frage? Nein, ja, oder ich hatte noch nie was mit der Polizei zu tun. Wollen wir es mal so formulieren. Nein, ich hatte eigentlich noch nie was mit der Polizei zu tun. Fliehen musste ich auch noch nie. Ich auch nicht. Ich bin raus bei diesem Spiel. Ich erzähle nichts mehr. Polizei? Ich? Nein, nie. Ich habe noch nie meinen Chef angeschrien. Angeschrien? Angeschrien. Nein, das habe ich noch nie getan. Nein. Ich glaube, er würde auch zurückschreien. Hättest du es gerne mal gemacht? Nein, nein. Er ist viel zu ruhig, viel zu lieb. Nein. Ich habe es auch noch nie gemacht, nee. Mit mir dürft ihr dieses Spiel nie spielen im Übrigen. Nie. Komm, das machen wir doch mal. Dinge, raus. Alles sind wir raus. Ich habe noch nie heimlich meine Nachbarn beobachtet. Ja, doch, schon. Schon. Wenn ich unten draußen Unkraut wegmache oder sowas, schon. Dann guckt man schon mal, was die machen, ja, na, oder? Klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Ja, das war schon irgendwie. Ich habe meinen Baum gefällt, deswegen, damit ich mir da die Bäume so als Art Treppe dahin baue. Und seitdem gucke ich da immer rüber. Ich sage ja, mit mir darf man dieses Spiel nie spielen. Um Gottes Willen. Ich habe noch nie wegen eines Katers den Job geschwänzt. Nee, das habe ich noch nie getan. Nein. Doch als ganz junges Mädchen mal. Hab ich noch nie. Da waren wir feiern, tatsächlich. Ich einmal. Doch,
habe oft einen Kater gehabt, aber habe deswegen nie einen Job geschwänzt. Doch, also einmal. Meine Mutter hat früher schon immer gesagt, wer trinken kann, der kann auch arbeiten. Also und ich habe noch nie einen Partner gehabt, dessen Eltern mich nicht leiden konnten. Schöne Frage. Doch, hatte ich. Ja? Hatte ich, ja. Schrecklich. Ich bin froh, dass ich diesen Menschen los bin. Die Eltern sind wahrscheinlich auch froh, dass sie dich los sind, oder? Woran lag das? Also ich weiß es nicht. Wir wurden einfach nicht grün miteinander. Aber im Endeffekt... Passiert sowas, ne? Gott sei Dank. Es war das Beste. Bei mir genauso. Das Gleiche. Wir mochten uns nicht. Beide nicht. Also sie mich nicht und ich mochte sie auch nicht. Die gefällt mir auch sehr gut. Ich habe noch nie während eines Dates eine Ausrede benutzt, um das Treffen frühzeitig zu beenden. Doch, habe ich. Ich auch. Ja? Ja. Warum? Was war so schrecklich dran? Der Mann war so schrecklich. Er war so langweilig, Andrea. Ich habe gedacht, ich schlafe einer an dem Tisch. Und dann bin ich einfach gegangen. Einfach so? Oder also hast du irgendwie gesagt, dieser Klassiker, ruf mich mal in 5 Minuten an. Genau. Und wenn ich dann irgendwie sage, oh ja, nein, um Gottes Willen, ich komme gleich, dann weiß man, es ist nichts. Nee, ich habe gesagt, ich gehe jetzt mal kurz zur Toilette und bin dann einfach gegangen. Und hast ihn einfach sitzen lassen? Ja. Ja. Gott, nicht, dass der da heute noch sitzt und sich denkt, oh, wäre die Liebe meines Lebens gewesen. Was hattest du für eine Ausrede? Ach du, ich glaube, ich habe das gar nicht groß erklärt. Also ich bin dann halt einfach gegangen, muss mal auf Toilette, so ähnlich wie bei dir und kam dann halt nicht zurück. Ich habe noch nie eine Fotokopie von meinem, ach, das habt ihr aber nett ausgedrückt, ne, von meinem Gesicht gemacht. Nein. Habe ich auch noch nie. Ich käme auch gar nicht auf die Idee, aber jetzt glaube ich, muss ich es probieren. Mal mit dem Kopf auf den Kopierer legen und mal gucken, was dabei rumkommt. Das war ganz lustig, oder? Ich habe noch nie Tierfutter probiert. Nee, habe ich noch nie. Nee. Ich muss kurz mal überlegen, ich glaube, ich habe Hundekekse schon mal probiert, weil mir irgendjemand mal Hundekekse, also nicht vorgegeben hat, sondern nur gesagt hat, er hat Hundekekse gebacken und die kann man auch so essen. Okay. Und dann habe ich das mal probiert, aber würde ich also niemandem empfehlen. Ich habe noch nie eine schlechte Schulnote vor meinen Eltern verheimlicht. Doch, damals ja, in Latein. Ich eigentlich nicht, nee. Nein? Nee. Mhm. Du schon. Man sieht's. Ja, also ich konnte auch die Unterschrift meiner Mutter sehr gut nachmachen. Ich habe nie heimlich den Alkohol meiner Eltern getrunken. Nein, das habe ich nie getan. Nee, ich auch nicht. Mm-mm. Wir sind langweilig. Ich glaube, ja. Brav. Ich glaube, ich habe fast jede Frage mit, habe ich schon mal beantworten können. Gottes Willen. Ich habe noch nie bei diesem Spiel gelogen. Ich habe bei diesem Spiel nicht gelogen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe noch nie mit jemandem geflirtet, obwohl ich in einer Beziehung war. Das mache ich nicht. Ich bin von Grund auf treu. Ja. Flirt! Nein. Deswegen geht sie auch nicht Fasching feiern, oder? Flirten heißt ja, man kann ja mal gucken, aber passiert ja nichts. Also auch noch nicht. Nee. Ihr seid wirklich so, ja? Ja, wir sind wirklich so. Ja. ich habe noch nie meine Führerscheinprüfung oder sowas oder eine Prüfung wiederholen müssen? Nee, ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Nein. Auch nicht. Genau, ich kriege gerade von der Regie, es gibt kein eigentlich, ja oder nein? Ein Nein, ein klares Nein. Ein Nein? Ja, klares Nein. Ein Nein? Ein Nein? Könnt ihr euch an die Führerscheinprüfung noch erinnern? Ja, sehr gut. In der Theorie, wie viele Fehler gemacht? Oh, das weiß ich nicht mehr. Nee, ich hatte schon Fehlerpunkte, aber wie viel, weiß ich nicht mehr. Ja, ich hatte auch, aber ich weiß nicht. Also ein paar, aber nicht viele. Aber ich weiß nicht, früher durfte man, glaube ich, 7 machen. So war es, ja, ganz wenige waren das. Ja, ich hatte 6. Ja. Aber habe ihn geschafft. Ja. Ich habe noch nie ein Buch für die Schule komplett durchgelesen. Ich habe noch nie ein Buch für die Schule komplett. Also die kleinen Reklambücher oder so, die man ja früher schon mal, oder irgendwie so Schulaufgaben, wo man halt gesagt hat, heute würde ich auch bei Wikipedia reingehen und mir schnell die Inhaltsangabe geben lassen. Ja, also ich habe, kam schon vor. Ja? Ja, kam schon vor. Das habe ich bisher, doch, gelesen habe ich das immer. Überflogen. Genau. Ja.
Ich habe noch nie etwas nur aus Höflichkeit gegessen, obwohl es in Wahrheit nicht schmeckte. Nee, das tue ich nicht. Nein. Nein. Nee? Nein. Doch, ich schon. Mhm. Weißt du noch, was es war? Oder hast du ja, Angst, das war eine Hummersuppe. Eine Hummersuppe? Mhm. Aber war die gut oder mochtest du einfach nur, also die, das Ganze war genau. nicht wirklich so unbedingt deins? Genau. Ich habe noch nie eine Eifersuchtsszene geschoben. Ich bin eifersüchtig, aber ich mache keine Szene nicht. Ich spreche das eigentlich ganz ruhig an, aber ich habe auch keinen Grund zur Eifersucht auf der anderen Seite. Das ist ja das Beste. Genau. Ich kann mich nicht erinnern. Nee, ich glaube nicht. Mhm. Und jetzt die letzte Frage noch, die ich nicht ganz so verstehe. Ich habe noch nie aus einem Teller Wein getrunken. Was? Ich habe einen Teller Wein getrunken. Warum sollte man das tun? Vielleicht, weil es kein Glas gibt. Dann würde ich die Flasche nehmen. Ja, ich auch. Also, ich auch. Das ist komisch. Also ich habe schon mal aus einem Teller eine Rotweinsoße, was man ja auch nicht macht, aber die war so lecker, dass ich die halt dann so ausgetrunken habe. Darf man nicht, aber privat, also nicht im Lokal oder so. Das habe ich schon mal gemacht. Das habe ich auch gemacht. Aber Wein? Rein Wein? Nein. Jessica, was erwarten unsere Zuschauer jetzt gleich um 15 Uhr mit dir? Ehrliche Antworten? Ehrliche Antworten. Wir setzen das Spiel jetzt fort in der nächsten Beratungsstunde. Es erwartet sie hellsicht, genaue Zeitangaben. Mit dabei seit gestern Abend ist jetzt auch dein persönlicher Glückstag für das kommende Jahr, also für 2019. Du mir mal kurz sagen? Dann ist der 22. August und du kannst dir so diese Uhrzeit um 16 Uhr merken. 22. Das ist jetzt August. Neu ist mein, mit dabei. Mein persönlicher Glückstag, der 22. August zu gegen 16 Uhr. Genau. Das werde ich mir notieren. Du weißt ja dass du noch so ein bisschen was aufzuarbeiten hast. Du hast meiner besten Freundin ja in die Sterne geguckt. Weiß, und Ende des Jahres wollten wir uns ja dann nochmal zusammentun und schauen, was unbedingt ist draus geworden. Da sind wir auch sehr gespannt. Ich entlasse dich, dass du noch ein paar Minuten Zeit hast, um dich auf die 15 Uhr Sendung vorzubereiten. Mhm. Heute dann nochmal dran oder dann Feierabend? 15 Uhr bis 16 Uhr, 18 bis 19 Uhr, nicht mehr von 21 bis 22 Uhr. Wieder ein guter Zeitpunkt, um auf unsere Astro-TV-App hinzuweisen. Denn wenn Sie wissen wollen, wer wann wo wirklich bei Astro-TV zu sehen ist, dann ist da die Programmvorschau, dann kriegt man es wunderbar mit. Ich freue mich, wir laufen uns ja morgen wahrscheinlich, falls du mich morgen erkennst. Ich weiß ja selber noch nicht genau. Stimmt. Es könnte schwierig werden, wenn ich bis morgen noch nicht weggeschmolzen bin. Jessica, vielen Dank für den Besuch. Jetzt geht es weiter mit Elisabeth Hartler, die sich bei Ihnen zu Hause auch mal eben kurz vorstellt. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Und auch heute können Sie wieder etwas sehr, sehr Schönes gewinnen. Und zwar geht es um Gefühle, um Ihr Gefühl-Handbuch quasi, das wir heute Ihnen nach Hause schicken, wenn Sie wie immer an unserer Verlosung mitmachen. Ein Jahr. Ich will zu den Gefühlen, dieses schöne Buch, das Sie vielleicht daran erinnert, mal wieder auch auf die innere Stimme zu hören. Das können Sie bekommen, wenn Sie folgende Frage beantworten. Wir wollen heute wissen, warum habe ich mich eigentlich verkleidet? Weil A, Hanukkah ist oder weil wir doch eher den Rosenmontag feiern? Unter den eingeblendeten Telefonnummern, wie immer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobil kann es auch etwas teurer werden. Ein paar Minuten ist unser Anrufbeantworter noch geschaltet und 18 Jahre sollten Sie sein, müssen Sie sein, um am Gewinnspiel mitzumachen. Toi, toi, toi. Gefühle. Gefühle ist ja immer ein ganz, ganz großes Thema, wenn es auch um Lebensberatung geht. Also wie schafft man das selber? Also du hast ja über das Burnout am Anfang geredet und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Job wie den du früher gemacht hast, nämlich wirklich ja auch mit Menschen zusammen zu sein,
die ja auch vielleicht nicht immer nur die guten Seiten gerade empfinden, denen es auch schlecht gerade geht. Also wie steckt man das selber in seiner Gefühlswelt weg? Also ich hole mir den Ausgleich, indem ich viel in der Natur bin, viel im Wald bin. Also einfach laufen und die Natur um mich herum, das lädt mich mit Energie auf. Da kann ich dann gedanklich nochmal sortieren, was so an Gesprächen war. Ja, ich unterhalte mich natürlich auch mit Menschen, die, ich sag mal, auch Ähnliches machen wie ich, ja, wo man sich dann auch mal aussprechen kann oder auch mal fragen kann, wie siehst du das, ja, oder ich habe das und das erlebt. Ich muss mal kurz am Ton bei dir arbeiten. Ja. Probieren wir es mal so, wäre schade, wenn man es nicht hören würde. Mhm. Gerne. Also ich spreche mich dann auch mal aus, ja, und höre mir eine andere Meinung an. Aber in der Regel ist es so, dass ich eigentlich im Laufe der Jahre ganz gut gelernt habe, damit umzugehen und auch zu akzeptieren, dass es halt eben nicht immer nur schön im Leben ist, dass es halt Probleme gibt. Und ja, aber dass man eben aus diesen Problemen auch wieder was Schönes machen kann. Ne? Ja. Das ist dieser klassische, nimm eine Zitrone und mache eine schöne Limonade draus. Ne? Also es ist natürlich wahnsinnig schwierig, immer nur positiv zu sein. Und das wird euch Lebensberatern auch nicht immer gelingen. Ihr werdet wahrscheinlich auch diese Momente im Leben haben, wo man sich einfach mal nicht gut fühlt. Und ich finde, auch das gehört zum Leben dazu. Auch aus diesen Momenten kommt man ja immer mal wieder raus. Aber die benötigt man doch auch, oder? Das stimmt. Wobei ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr ist es zumindest für mich so, dass sich alles, was so im Leben passiert, für mich einen Sinn macht. Ja? Und ich habe auch aufgehört zu jammern. Also ich bin jemand, der Situationen annehmen kann. Ja, klar, stinkt mir mal was oder es ist irgendwas, was nicht passt, aber ich komme da schnell wieder runter und schaue halt, was ich da draus machen kann. Mhm. Ja? Also wie ich es für mich umwandeln kann in was Positives. Oder ich frage mich, warum ist das jetzt passiert oder warum kommt der Flieger zu spät oder du hast es vorhin kurz angesprochen, das Gesetz der Resonanz. Ja, also es ist halt sehr wichtig, so auf eigene Gedanken zu achten und die auch zu kontrollieren. Und in eine positive, hilfreiche Richtung zu lenken. Und ja. Also ich glaube, das ist auch wirklich so ein Punkt. Wir können ja an gewissen Situationen nichts ändern. Also wir können auf dem Weg zum Flieger in den Stau gehen und wissen, wir verpassen jetzt die Maschine und können uns alle und uns selber noch wahnsinnig machen, indem wir aggro werden, indem wir verzweifeln oder wir sagen, das Leben geht ja trotzdem weiter, da muss ich halt die nächste nehmen. Mhm. Also es bringt ja nichts, wirklich, wie du es gerade gesagt hast, sich dann darüber zu ärgern. Susanne, wann bist du heute wieder dran? Um 17 Uhr bis 18 Uhr und dann von 18 bis 19 Uhr bin ich nochmal in der Hintergrundberatung bei der Jessica. Ah, okay. Mhm. Das bedeutet auch hier wieder der kleine Tipp, Astro-TV-App runterladen, dann sind Sie nämlich immer super informiert, wer wann wo ist. Wie lange generell bei uns in Berlin? Bis Mittwoch. Bis Mittwoch, also man sieht dich nochmal. Man hört dich nochmal, du siehst mich vielleicht auch nochmal, je nachdem, ob du mich erkennen wirst morgen. Aber das war es dann schon wieder für heute. Gabi, willst du noch zum großen Abschlussfinale an diesem Hello Alaaf Karnevals Montag dazukommen? Wir sehen uns morgen wieder. Dann weit übrigens Sabine Salmann, glaube ich, mal die Küche ein. Ja, morgen wird gekocht, ich freue mich drauf. Jetzt gucken wir nochmal kurz auf den Spruch des Tages. Gott sei Dank, dass der Spaß nicht tot zu kriegen ist in dieser mürrischen Welt. Absolut, so sehe ich das auch. So, ich mache jetzt hier noch ein bisschen sauber. Ich habe keinen Besen gefunden. Dann dachte ich mir, die passt aber doch auch zu einem Schneemann, oder? Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Habt euch wohl, einen schönen Nachmittag. Ihnen natürlich auch. Passen Sie schön auf, es soll windig werden. Bleiben Sie am besten zu Hause und gucken Sie Astro TV. Bester Tipp des Tages. Genau. In diesem Sinne. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.